Wer nicht weiß, was die Flamingo-Regel ist oder das Gebiet hinter mir nicht kennt, ist nicht ausreichend vorbereitet für die erste deutsche Meisterschaft im Buschball. Abhilfe schafft der heutige Buschball-Video-Podcast Nummer 7. Und das gibt es zu sehen. Wir zeigen euch ein paar Eindrücke aus Frechen und wir klären euch auf, was es mit der Flamingo-Regel auf sich hat. Wir legen los mit den versprochenen Bildern aus Frechen. Und hier haben wir erstmal im Bild das Vereinsheim, was als Organisationsgebäude für die deutschen Meisterschaften gelten wird. Insgesamt kann man sagen, dass der Frechner Ground sehr schwierig zu spielen ist, da es sehr viele Berge und Hügel gibt. Aber macht euch selbst einen Eindruck. Es gibt viele offene Flächen. Genügend Hindernisse, um versteckte Poles zu stecken. Wie schon angesprochen, genügend Hügellandschaften, die einem das Leben schwer machen. Und ein Plätzchen, um einen Limbo-Pole zu stecken, werdet ihr mit Sicherheit auch finden. Die Flamingo-Regel ist eigentlich sehr schnell erklärt. Sie besagt eigentlich nur, dass der Ball nicht, so wie hier zu sehen, mit zwei Beinen gespielt werden darf, sondern er darf lediglich mit einem Fuß gespielt werden. Das heißt, es muss eine natürliche Schussbewegung oder Lupfbewegung erfolgen. Jetzt wisst ihr ein wenig mehr, um vorbereitet zu sein. Meldet euch an unter dm.buschball.de. Und wir sehen uns am 5. Juni auf dem Ground in Frechen. Ach ja, eine Sache sollten wir alle noch machen. Üben.